Auf jeden Fall jenseits der Konvention, das ist klar. Das war nicht nur für ihn wichtig, sondern für eine ganze Gruppe. Man wollte sich nicht auf das System einlassen. Man wollte aber überleben in dem System und nahm natürlich auch die Möglichkeiten wahr, die das System geboten hat, aber achtete eben streng darauf, sich nicht einzulassen auf die Bedingungen und also sein selbstbestimmt zu leben. Und das hat die auch verbunden. ...1986, im Juni, glaube ich, da hat Wolfram Adalbert Schäffler mich eingeladen, mit ihm zusammen quasi Abschied zu nehmen von seiner Heimatstadt, Karl-Marx-Stadt damals. Und da sind wir so zu einigen seiner Freunde und wichtigen Leute gegangen. Und da war eben natürlich an erster Stelle der Klaus Hähner Springmühl. Und dann sind wir eben in die Richterstraße 9 gegangen, in das Haus, in dieses Hinterhaus. Und da konnte ich dann ihn kennenlernen und auch sehen, wie er lebt und arbeitet. Wir wollten ja was bewegen mit dem, was wir gemacht haben. Wir wollten uns selbst auch voranbringen mit dem, was wir gemacht haben. Ich erinnere mich jetzt nochmal, dass ich den Springmühl schon mal vorher erlebt habe. Und zwar, da hat diese Musikgruppe, ja, die Kartoffelschälmaschine, die hatte auch einen Auftritt gehabt. Das war dann schon für mich ein Begriff geworden. Also ich konnte dann mit Klaus Hähner Springmühl schon was anfangen. So wie das mit Klaus war, ich glaube, das ist eine Situation, auf die trifft man vermutlich nur einmal im Leben oder so. Naja, es war eigentlich noch, als er einzog, so um 80 rum, Anfang 80, war das noch weitgehend bewohnt im Vorderhaus. Es war aber hinten auch wirklich nicht mehr als Wohnung gedacht. Er hat es zwar als Wohnung bekommen, es war natürlich sehr primitiv und einfach. Es gab also einen Kachelofen, aber im Winter muss es sehr, sehr kalt dort gewesen sein. Und dann die Toilette halt außen Klo und auf halber Treppe und kein Bad und keine Dusche. Ja, einfach nur Waschbecken. Und was sich dann da ergeben hat, das hat mich dann überrascht, dass wir dann eben durch dieses Haus gegangen sind. Und ich habe auch nicht gewusst, was mich da erwartet, weil ich ja diese Örtlichkeit oder das Haus oder auch ihn gar nicht kannte. So, und ich bin da einfach hinterher getrottet quasi mit meiner Kamera und habe das beobachtet. Oder ich habe mich nur eben gewundert, habe gedacht, aha, so lebt er hier. Ja, überhaupt keine Ablehnung, sondern eben doch ein, ja, ich bin hier, also so ist es. So bin ich. Aber die Richterstraße war eben was Besonderes durch ihn, ja. Ich glaube, das lag an ihm, dass er diesen Ort so dazu gemacht hat, dass die Leute sich da angezogen fühlen. Das war eigentlich auch das Schöne, dass man in einer sehr geschlossenen räumlichen Situation sehr intensiv miteinander umgehen konnte. Und das habe ich eigentlich auch immer erst so wahrgenommen, weil man persönlich miteinander agieren konnte. Und das Agieren war immer sehr zielgerichtet und hatte immer etwas Befruchtendes, dass man immer auch wieder da rausgegangen ist und gesagt hat, Mensch, das ist doch Wahnsinn, was man doch auch trotz dieser ganzen Einschränkungen in Karl-Marx-Stadt doch bewirken kann, was möglich ist zu denken und letztendlich auch umzusetzen in Kunst. Naja, er war in erster Linie jemand, der gut mit anderen konnte, der auch gut auf andere zugehen konnte, der was Gewinnendes in seinem Wesen hatte, ne? Der konnte Leute ansprechen, mit Leuten reden, Leute in das einbeziehen, was er dachte. Das ist natürlich eine Frage der Aktion, der Form auch, die er verwendet hat. Viele Leute würden sagen, Mensch, ich würde auch gerne so ein Bohemenleben haben, Frauen, Alkohol und so weiter, ne, und dann mal ein Bildchen malen. Das ist auch eine Konsequenz, die auch in dieser Gesellschaft erstmal ausgehalten werden muss. Zudem in so einer Spießergesellschaft, wie das ja in Karl-Marx-Stadt noch extrem auch sich ausgebildet hat. Man trinkt Tee, man sitzt zusammen, man zeigte dann also seine Depots quasi, da diese Räume im Untergeschoss, wo die ganzen Zeichnungen eingelagert sind. Ja, also die wie jetzt hier in der Kiste, also wirklich Stapel von Zeichnungen, die da einfach dann warteten darauf, dass sie irgendwann dann in Säcke verpackt wurden, dann auch zum Teil vergraben wurden im Hof. Also wenn er mit dem Platz sozusagen gelebt hat, sich artikuliert hat, dann war das ja auch für ihn erledigt. Er hat es ja dann weggeschmissen. Es war gar nicht in seinem Sinn, dass er
damit Geld verdient, sondern das war sein Lebensmittel, denke ich, das tun zu können oder das zu machen. Sonst hätte er ja was anderes gemacht, womit er Geld verdient hätte, wenn er das gebraucht hätte oder das gewollt hätte. Also ich kann erstmal in seinem Leben und in seinen Arbeiten eine vollkommene Freiheit erleben, dass er überhaupt unter keinem Zwang stand. Also er hat ja auch ziemlich einfach gelebt, ohne große Ansprüche und fast asozial. Also dass er nicht unter irgendwelchen Druck stand, irgendwas zu machen. Und das ist, glaube ich, auch das, was so das Bemerkenswerte ist oder was auch mir dann so eine Freiheit auch gibt, mich in seiner Nähe aufzuhalten. Das ist ja genau das, was Klaus gar nicht so interessiert hat. Ne? Ihn hat mehr der Prozess interessiert, mehr dieses Freisetzen von Kreativität in einem Arbeitsprozess mit anderen. Also er hat kein Produkt geschaffen in diesem Sinne. Mit seinen 1,96 Meter war er einfach viel zu groß für diese kleine DDR. Ne? Zum anderen als Halbschwergewichtsboxer, das darf man nicht vergessen. Also wenn er zuschlägt, im Bild gesehen, ne, entsteht natürlich etwas Kraftvolles, auch eine Auseinandersetzung, ne, die bei Klaus nicht unbedingt politisch war, aber die politischen Erfahrungen, die hat er ja auch mitgemacht. Aber es gab eben dann so doch auch in Karl-Marx-Stadt eine besondere Situation, weil diese Leute von der Clara Mosch im Vorstand waren, vom Verband und solche Leute eben aufgenommen haben. Ja, es war nicht einfach. Man muss sich schon diese Situation, zumal noch in der DDR in den späten 70er, frühen 80er Jahren schon als eine auch sehr restriktive Gesellschaft vorstellen. Ne? Also eine Wohnung hätte man offiziell nur mit einer Zuweisung von staatlichen Stellen bekommen. Und ein Atelier auch. Ein Atelier hätte man eigentlich nur bekommen, wenn man offiziell als Künstler anerkannt gewesen wäre. Das hieß in dem Fall, man hätte Mitglied oder doch zumindest Kandidat des Verbandes Bildender Künstler sein müssen. Das war Klaus, als ich ihn zuallererst kennenlernte, noch nicht. Dieser Verband war ja offiziell legitimiert, aber man war natürlich nicht offiziell. Das war letztendlich die Möglichkeit, freiberuflich zu arbeiten, ohne diskriminiert oder kriminalisiert zu werden. Alle anderen, die nicht gearbeitet haben, offiziell, also das heißt, die keinem Arbeitsverhältnis nachgingen, konnten mit dem Paragraphen des asozialen Verhaltens kriminalisiert werden. Konnte auch im Knast enden. Die waren da schon listig im Fallenstellen. Man war ja ausgesetzt. Man hatte einfach nur einen Raum oder einen Ort gefunden, an dem man arbeiten konnte, an dem man was machen konnte, an dem man kreativ tätig sein konnte. Das war alles. Der war aber latent bedroht, also das muss man auch so sehen. In der DDR hätte immer irgendwas passieren können. Ja, er hat den Ort. Man konnte sich mit ihm nicht verabreden, aber man konnte ihn treffen, ja. Man konnte ihn treffen und dann war er da. Und ich glaube auch, dass er da wirklich sehr tolerant auch war. Aber er hat sich eben nicht gebunden in der Form von einer Beziehung oder in einer Familie oder er hat kein Privatleben gehabt. Da. Insofern war er natürlich immer auch öffentlich, ja, das stimmt schon. Aber doch für sich, ja. Und ich glaube, dass alle das auch in irgendeiner Weise auch gespürt und respektiert haben, dass er anders war. Und dann, gut, wie sich das dann nach 90, ging es ihm offensichtlich sehr schlecht. Und dann kam die Wende, wo wir alle beschäftigt waren mit uns selbst und uns zu organisieren und zurechtzufinden. Da ist man in einer ganz anderen Bewegung und da funktionieren die Dinge anders. Klaus hat letztendlich nie diesen Schritt nach außen vollzogen. Er ist letztendlich immer in Karl-Marx-Stadt geblieben. Und dann kam diese ganze doch radikale Veränderung, die mit der Wende kam und die auch für jeden Künstler ganz individuelle Konsequenzen hatte, auch in der Art und Weise, wie man gearbeitet hat. Ja, aber so hat er ja gar nicht gelebt. Und ich denke mir, dass man das dann nicht plötzlich kann oder will, wenn man das vorher schon nicht gewollt hat oder vorher nicht in dieser Erwartung gelebt hat. Das kam alles über ihn wie so ein kleiner Tsunami oder sowas.
alles hat sich aufgelöst. Bezugspunkte sind weg. Das hat aus dieser Situation auch eine sehr große Gefährdung gemacht. Ne? Er stand dann als ein ganz gefährdetes, vereinzeltes Individuum da. Eigentlich mit diesen neuen Bedingungen nicht umgehen. Ja. Und da hat sich dann die Situation so entwickelt, dass er eben dann sich zurückgezogen hat. Und dann jeder wahrscheinlich auch mit sich beschäftigt war und er einfach, ja, fast so ein bisschen vergessen wurde. Ja. Dann ist er, glaube ich, nicht nur aus meinem Blickfeld geraten. Ich glaube, dann war er irgendwie abgetaucht, verschwunden. Denn ich habe ihn ja dann nicht mehr gesehen. Also... Oder auch mich dann, ja, hat sich dann nichts mehr ergeben. Und ich habe auch nicht nachgefragt, wo er ist oder wie es ihm geht. Ja, also ich habe ihn noch einmal besucht, mit Wolfram auch wieder in Leipzig. Und ja, das war irgendwie dieser heiße Sommer 2006. Und man nennt es betreutes Wohnen, aber es war halt niemand da, ne, der nachgeguckt hat. Und man hat ja vielleicht einfach zu wenig getrunken oder nicht getrunken und hat dann einen Kreislaufkollaps gehabt. Ja. Denn zur DDR-Zeit, naja, war das Leben ja auch nicht einfach für ihn. Da hat er ja Kraft gehabt und ist kreativ gewesen. So, er konnte also mit dieser Situation, konnte er erleben und war auch kreativ. Und wir würden ja da vermutlich zugrunde gehen, oder? Also ich kann mir vorstellen, dass das dann nicht mehr seine Welt war. Und ich denke mir schon auch, dass diese neue Zeit, dieses neue Deutschland, dass das ihn hat sterben lassen. Ich bin 1988 noch einmal hingefahren an den Ort, als Klaus schon raus war, und habe eben genau diese Leerstelle mir nochmal angeguckt und habe dann an den Wänden, an Waschbecken, in dem Raum, auf dem Boden eben genau seine Abwesenheit gespürt. Habe mir da die Stelle angeguckt, wo eben das Tabak-Tee-Gemisch gebraut worden ist, wo auf dem Boden meiner zärtlichen Gleichgültigkeit der Welt seine Zeichnungen verschwanden. Und das war einfach so stark spürbar, die Leerstelle, dass diese Person nicht anwesend ist. Und trotzdem in der Nichtanwesenheit war die Person so stark gegenwärtig. Also ich kann mir vorstellen, dass er mit dieser Welt, wie sie jetzt hier geworden ist, dass er damit Schwierigkeiten hatte oder nicht klar kam. Und dass das vermutlich auch der Grund ist für seinen Tod. Also es ist ja wie ein Auslöschen, wie so eine Kerze, die verbrennt und dann ist das Licht aus.